Und ich hoffe ganz arg, dass diese Übung auch dir hilft. Wenn du Ischiasschmerzen hast, dann probierst du mit dieser Übung. Geh bitte mal in den Sitz, ein Bein vor. Und wenn du links die Ischiasschmerzen hast, dann nimm mal das linke Bein über das rechte. Und jetzt ziehst du dich mit geradem Rücken immer mehr nach vorne, bis es im Gesäß zieht. Und das machst du 2 bis 2,5 Minuten und steigerst es immer ein bisschen mehr. Rücken muss gerade bleiben unten. Und oben auch, Rücken oben gerade, mit geradem Rücken vorziehen. Das, was René gemacht hat, war genau der Fehler, den du nicht machen darfst. Und wenn du den Rücken gerade lässt, dann merkst du viel mehr Dehnung dort unten. Schreib mal einen Kommentar, wie das gelaufen ist. Und du kannst es noch einfacher machen, René. Komm, ich hol dich mal raus aus dieser Maloche jetzt hier. Setz dich mal einfach auf den Ischias ISG-Retter und such genau die Punkte, die wehtun. Und massierst praktisch selbst, bis die Probleme weg sind.